Hallo und herzlich willkommen bei Stempeln in Aachen. Mein Name ist Sabine. Immer wieder mittwochs, die Auslosung im November steht an. Zu gewinnen gibt es 4 Stampin' Blends in den Tönen Flieder, Helldunkel, das sind die, und Osterglocke, Helldunkel, das sind diese beiden. Ich bin gespannt, wer dieses Mal gewinnt. Vorher möchte ich euch aber alle Karten, die mich im September, Oktober, November erreicht haben, noch vorstellen. Es sind 6 Karten, wenn ich das richtig sehe, ja, 6 Karten noch aus dem September. Im Oktober haben wir ja nichts in Richtung immer wieder Mittwochs gemacht, da hatten wir ja Let It Snow Weihnachtszeit. Und dafür standen aber 4 Themen im November an. Eine Farbchallenge, das Kreativbingo, der Kartensketch und das Kartenthema. Da sind tatsächlich auch schon sehr viele Karten jetzt angekommen. Die letzte heute. Und da ich ja, also heute ist Dienstag, da ich ein bisschen spät mit dem Video dran bin, Glück für denjenigen bzw. diejenige, denn auch die Karte kommt jetzt noch mit in die Verlosung. Fangen wir an. Ach, ich muss noch 2 Anmerkungen machen. Zum einen wurde ich gebeten, doch immer die Nummer der Karte mit dazu zu sagen, damit es nachher für euch einfacher ist, nachzuvollziehen, welche Karte gewonnen hat. Ich gebe mir Mühe, wenn das aber jetzt nicht beim ersten Mal klappt, ist das kein böser Wille. Außerdem hat mich die Jutta gefragt, ob es denn unbedingt immer Stampin' Up! Produkte sein müssen, die verwendet werden. Gerade bei den Farben ist das natürlich ein bisschen schwierig. Ich gehe nicht davon aus, dass ihr tatsächlich alle 50 bzw. 53 Stampin' Up! Farben habt. Es gibt ja auch noch andere Hersteller. Das wissen wir eigentlich gar nicht, aber die gibt es ja. Also ihr könnt natürlich auch andere Produkte verwenden. Ich freue mich, wenn ihr Stampin' Up! Produkte verwendet, aber das ist bei dieser Reihe, bei dem immer wieder Mittwochs, überhaupt keine Voraussetzung. Wenn wir also eine Farbchallenge machen, das passiert ja nicht so häufig, aber wenn, dann nehmt bitte Farben, die ähnlich sind wie die, die ich dann gezeigt habe. Ich werde also mit Sicherheit niemanden aussortieren, nur weil er eine Farbe verwendet hat, die nicht von Stampin' Up! Ist. Gut, das hatte ich noch sagen wollen. Jetzt hätte ich gerne irgendwas zum Zeigen. So. Da nehmen wir natürlich dann jetzt den Stampin' Up! Stift, ne? Damit sind wir wieder beim Thema. Die Karte 1 von der Liane aus Obermichelbach. Die zweite Karte mit den Schmetterlingen von der Carmen aus Werder. Und dann zum Sketch im September die Liane wieder aus Obermichelbach. Vielen Dank, sehr, sehr schöne Karten. Vor allen Dingen im Moment finde ich diese kräftigen Farben und kein Weihnachtsmotiv. Ach, das baut so richtig auf. Nicht falsch verstehen, aber ich bin gerade ein bisschen gesättigt mit Weihnachtsmotiven. Weiß auch nicht. Gut, weiter geht es mit der Karte 4 von der Carmen aus Werder. Dann direkt wieder die Carmen mit der Karte 5 zum Kartenthema. Und dann die Karte 6. Die muss ich ein bisschen aufstellen. Könnt ihr das sehen? Das ist eine Bühnenkarte. Die ist von der Martina aus Hildesheim. Vielen Dank für die tollen Karten, gefallen mir alle sehr, sehr gut. Jetzt fangen wir dann mit dem November an. Als erstes die Farbchallenge. Da haben wir die 7, das ist die Ingrid aus Eilendorf mit den Schneemännern. Das sind die Schneemänner vom letzten Jahr von Stampin' Up!, glaube ich. Aber ne, das ist jetzt keine Beurteilung. Die ist super schön, nur
ist mir aufgefallen. Dann haben wir die 8 von der Ulrike aus Waldbröl und die 9 von der Susanna aus Friesenheim. Ich finde die Farbkombi toll und ihr habt die so wunderschön umgesetzt. Auch hier diese ganz einfachen Karten eigentlich, wobei ich die nicht abwerten will, aber das ist ja wirklich, wirklich sehr gerade und einfach, aber es sieht toll aus. Hier das Etikett mit den Abrundungen, wunderschön. Schneemänner gehen sowieso immer bei mir. Von der Steffi aus Bräuningen ist die 10, auch wieder mit dem Schneemann. Die 11 von der Jessica aus Wittmund, das war unsere Gewinnerin im September. Und dann halt die 12 von der Jutta aus Bonn mit der hübschen Wald- und Schneeszene, hier mit den kleinen Rehen. Hier haben wir den Elch aus dem aktuellen Herbst-Winter-Katalog mit dem Schal. Ganz toll, vielen Dank, wunderschön. Weiter geht es mit dem Kreativ-Bingo im November. Da habe ich hier die beiden Karten links. Die sind von der Ulrike aus Waldbröl, die C6 oder A6 Klappkarte. Und dann hat sie mir noch zusätzlich diese kleine Geschenkkarte hier dazugelegt mit Umschlag. Sie konnte sich nämlich beim Motiv nicht zwischen dem Schneemann und dem niedlichen Katzenstempel von Hausmaus entscheiden. Ich finde sie beide sehr schön. Das sind meine Positionen 13 und 13a für die Verlosung. Wundert euch nicht, die sind in der Verlosung in der Nummer mit drin. Ich habe die nur dazwischen nochmal einsortieren müssen, deshalb also nicht wundern über meine Nummerierung. Es geht alles mit rechten Dingen zu. Dann habe ich hier die Karte 15. Die ist von der Bianca aus Mücke. Und die Karte 15a, nein, doch 15a, nochmal A, genau, von der Katja aus Hagen. So, die beiden Karten muss ich euch auch nochmal separat zeigen. Also zum einen bei der Karte 14 von der Bianca, da ist auch noch dieser wunderschöne Umschlag dabei. Und die Karte mit einem tollen Klappeffekt, der Schneemann, der sich herausdreht, und das Gedicht geht um die bekannte Schneemannsuppe. Und vorne drauf habt ihr dann auch nochmal diesen niedlichen, zum Himmel starrenden Schneemann. Vielen Dank, ganz toll. Und dann habe ich hier die Karte von der Katja aus Hagen. Das ist eine Aufklappkarte mit dem Rentiergespann des Nikolaus. Hier auch nochmal mit dem Nikolaus-Schlitten und den Geschenken. Die Rentiere sind hier angespannt. Da haben wir tatsächlich hier auch noch dieses Gespann dazwischen mit den einzelnen Schleifen. Wunderschön gemacht. Vielen Dank, ihr drei, ganz toll. Gefallen mir ausgesprochen gut. Und hier nochmal auf den Briefumschlag hingewiesen. Ich finde, wenn man so einen Briefumschlag bekommt, das macht doch direkt nochmal viel mehr aus. Sehr schön. Zum Kreativ-Bingo haben wir von der Bettina aus Elmshorn die 15, die 16 von der Martina aus Hildesheim und die 17 von der Susanne aus Friesenheim. Wobei ich euch hier noch die Karte von der Martina nochmal aufmache. Das ist eine Lichterkarte, die ist hier vorne mit diesem Transparentpapierfenster gestaltet und den Ausstanzungen von den Schneeflöckchen. Und wenn ihr da ein Teelicht hier reinstellt, dann scheint das Licht wunderschön durch das Transparentpapier nach außen. Vielen lieben Dank für die drei wunderschönen Karten. Dann haben wir die nächsten drei. Genau, und hier wollte ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Da habe ich die 18. Und die 18 ist von einem Neuling hier bei unserem Immer wieder Mittwochs. Die Susanna aus Fackhofen.
ich hoffe, ich sage das richtig, ne? Pfaffenhofen. Die macht zum allerersten Mal mit. Sie bastelt auch noch nicht so lange und ich finde, die Karte ist ausgesprochen schön geworden. Sehr geschmackvoll. Diese Kombination aus diesem Alt-Rosé und dem Gold. Und dann habt ihr hier nochmal dieses bestempelte Etikett. Susanna, wirklich toll. Erstes Mal super. Die nächste, das war die 18. Die 19 ist von der Steffi aus Bräuningen. Die Steffi hat hier den Hirschkopf gewählt und hinterlegt mit den Sternen zum Kreativ-Bingo. Ganz toll, vielen Dank. Und die 20 ist von der Jessica aus Wittmund. Dieses Metallic-Papier auch nochmal geprägt. Ich weiß nicht, könnt ihr das gut sehen? Jetzt vielleicht besser. Vielen Dank euch dreien. Schöne Karten. Jetzt kommt die Karte 21 von der Carola aus Tapfheim. Und ich meine, die Carola ist auch zum ersten Mal dabei. Das freut mich natürlich ganz besonders. Zwei neue. Die Carola hat hier vorne den Schriftzug Frohe Weihnachten Hitze embossed. Und hier hinten hat sie dann auch nochmal geprägt den Hintergrund. Finde ich total aufwendig und sehr, sehr schön. Vielen Dank. Das ist die Karte 21. Dann kommt die 22 von der Jutta aus Bonn. Auch wieder nochmal eine ausgefallenere Farbkombi, finde ich. Es sind ja genau so meine Farben mit den Türkis- und den Petroltönen. Hier mit dem goldgestempelten und, glaube, auch embossed. Ja, auch embossed, also hitzeembossten Stern. Die Jutta in Bonn, das ist die Karte 22. Und dann die 23 von der Bettina, wieder aus Elmshorn, mit unserem Elch im Moment. Und wie ihr schon direkt seht, hat jetzt also auch die Woche im November gewechselt. Die beiden Karten waren noch zum Kreativ-Bingo. Und die Karte 23 von der Bettina, die gehört jetzt dann zum dem Karten-Sketch. Geht jetzt weiter mit der 24 von der Steffi aus Bräuningen, die 25 von der Ulrike aus Waldbröl und die 26 Martina aus Hildesheim. Alle zum Karten-Sketch. Ich meine, das sieht man auch wirklich, ne? Wir haben immer dieses zentrale oder zentrierte Element hier. Sehr, sehr schön, vielen Dank. Und ihr seht, wie unterschiedlich Karten ausfallen. Aber man kann dann solche Sketchvorlagen tatsächlich doch immer wiedererkennen. Weiter geht es mit der 27. Also jetzt wirklich die ragt heraus, weil eine Weihnachtskarte in Rosa ist so außergewöhnlich für mich jetzt im Moment. Das habe ich dieses Jahr noch von keinem gesehen. Das finde ich, da bin ich jetzt ganz begeistert wirklich von. Die 27 ist von der Susanne aus Friesenheim. Dann kommt die 28 von der Monika aus Riesa. Und die 29 von der Jutta aus Bonn. Immer noch zum Kartensketch. Sehr schön. Ich bin immer wieder überwältigt, wie unterschiedlich und schön die Karten sind. Vielen Dank. Und ich glaube, jetzt kommen wir nochmal, ja nicht durcheinander, aber wir haben jetzt noch eine Karte zum Kartensketch. Und man sieht es dann direkt, dann gehen wir über zum Kartenthema. Also nochmal den Kartensketch, den letzten, die 30 von der Jessica aus Wittmund. Und dann Kartenthema Sterne, die 31 von der Monika aus Riesa und die 32 mal nicht weihnachtlich, sondern zur Geburt von der Steffi aus Bräuningen. Schön, oder? Vielen Dank. Sehr schön, alle Karten wieder. Dann habe ich die 33 nochmal von der Jessica aus Wittmund. Die Jutta spielt hier mit den Sternen und dem Engel. Sie hat mir geschrieben, dass sie den Engel aus einem Geschenkpapier ausgeschnitten hat. Da war der als Motiv drauf. Und ich finde, das passt wunderbar hier mit dieser
mit dieser Hand, aus der dann die Sterne rausstrahlen oder ja. Das ist von der Jutta aus Bonn. Das ist die 34 und die 35 ist nochmal von der Susanne aus Friesenheim. Gefällt mir auch ausgesprochen gut. Clean and simple. Ich finde, nicht viel drumherum gemacht, geprägtes Hintergrundpapier und dann ein paar ganz einfache Sterne aufgesetzt, unterschiedliche Papiere, ein kleiner Text und schon ist man fertig. Vielen Dank für die tollen Karten. Sterne sind ja sowieso meine favorisierten Motive. Ich finde, die kann man zu fast jeder Gelegenheit benutzen. Gut, dann kommen wir jetzt zu den beiden letzten Karten. Das ist die Karte 36, die ist von der Bettina aus Elmshorn und die Karte 37 von der Ulrike aus Waldbröl. Immer noch zum Kartenthema. Und was ich auch sehr schön hier finde, das ist dieses Hintergrundpapier mit den Weihnachtssternen, also mit den Pflanzen. Und dann da drauf dieser achtzackige Stern, den finde ich sehr ausgefallen und schön. Aber ich finde, das harmoniert ganz toll. Und hier haben wir in der Mitte den Streifen geprägtes Hintergrundpapier und nochmal an der Seite mit einer ganz kleinen Kante unterlegt. Und dann sind hier auch noch ein paar Sprenkel auf der Karte. Und dann der Stern, das ist wirklich wunderschön. Ihr Lieben, verlost im November oder ausgerufen hatte ich diese vier Stampin' Blends. Das sind die Alkoholmarker von Stampin' Up. Es kann sein, dass ihr das jetzt hier gar nicht so gut im Kameralicht seht. Das sind immer die hellen und dunklen Stifte von Flieder und von Osterglocke. Und ich finde, Frühling kommt ja bald, ist das eine schöne Kombi, muss mich selber mal loben. Und da habe ich jetzt also gelost. Wir hatten insgesamt 39 Karten. Und gewonnen hat, da habe ich jetzt mal random zu Rate gezogen und haben den ein bisschen arbeiten lassen. Und dann gucken wir jetzt mal, gewonnen hat die Karte 8. Die Karte 8 ist von der Ulrike aus Waldbröl. So, und ich habe mein Kärtchen, mein Kästchen hier stehen und hoffe, dass das jetzt klappt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Karte 8 ist von der Ulrike aus Waldbröl, das habe ich gerade gesagt, zur Farbchallenge im November. Da sind auch alle Punkte hier von der Farbgebung erfüllt und zusätzlich hat sie noch ein bisschen Gold verwendet. Ich finde es sehr schön. Herzlichen Glückwunsch, liebe Ulrike. Zu dir kommen dann in den nächsten Tagen die vier Stifte. Die Adresse von dir habe ich, du brauchst mir nichts zu schicken. Die Ulrike ist nämlich jemand, die mir immer sehr schön einen kleinen Aufkleber in die Karte klebt. Dann ist das für mich mit der Sortiererei hier mit den ganzen Karten immer recht einfach. Da muss ich nicht selber noch was schreiben. Also, die Ulrike gewinnt also die vier Stifte. In der nächsten Woche starten wir dann mit immer wieder mittwochs im Dezember. Ich muss mir noch einen schönen Preis für euch aussuchen, aber ich denke, das ist im Moment kein Problem. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Nochmal herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerin und vielen lieben Dank an euch alle für eure Beteiligung, für die tollen Karten, die ihr mir geschickt habt. Und die werde ich jetzt in den nächsten Tagen an den ambulanten Kinderhospizdienst Aachen weiterleiten, damit die jetzt auf ihren Weihnachtsmärkten schon mal einen Teil Karten auch verkaufen können. Und wir sehen uns dann nächsten Mittwoch. Bis dahin macht es gut und tschüss.